Hallo ihr Lieben, heute mal live aus meinem neuen Büro, die Straßenbahn in Berlin. Ja, nee, live direkt aus der Straßenbahn. Wir sind hier Endhaltestelle, wo genau sage ich nicht, aber Endhaltestelle Köpenick, ganz weit draußen im Grün und direkt am Wasser. Es ist wunderschön hier. Ja, das ist mittlerweile der gefühlte 5. oder 10. Versuch mittlerweile mal dieses Video zu drehen. Und ich habe gerade so viel im Kopf, dass ich mich permanent verhaspel beim Sprechen und alles durcheinander werfe und euch eigentlich so viel erzählen möchte. Womit fange ich jetzt eigentlich an? Warum hat es jetzt einen Monat kein Video gegeben? Es hat einen Monat kein Video gegeben, weil meine Süße und ich gerade eine 3-monatige Indienreise vorbereitet haben. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, einige bei Instagram. Ich habe ja einen neuen Pass gemacht, da haben wir noch in Kreuzberg gewohnt und so weiter. Und in den letzten Wochen waren wir hauptsächlich damit beschäftigt, diese 3-monatige Indienreise vorzubereiten. Jetzt ist ja Indien nun nicht ein Land zum Beispiel wie Deutschland, Österreich oder Schweiz, wo man einfach mal so hinfährt mit seinem Reisepass bzw. mit seinem Ausweis und da geht das ganz normale Leben weiter. Ich für mich zum Beispiel, ich selbst war noch nie in Indien. Das heißt, sie hatten wirklich viel zu tun mit der Recherche. Das geht dann zum Beispiel los, man braucht andere Stromstecker. Ja? Das ist für jemanden wie mich, der die ganze Zeit mit technischen Geräten zu tun hat, unheimlich wichtig. Dann geht es weiter mit einer Reiseapotheke. Was nimmt man mit? Wir nehmen ja eigentlich keine Tabletten, aber was nimmt man mit? Und so weiter. Dann, wie packt man den Koffer? Was braucht man für Technik? Dann wollen wir auch schöne Videos für euch machen. Das heißt, da ist unsere Zeit in den letzten Tagen und Wochen geblieben. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo es anfängt, Spaß zu machen. Gerade sind wir auf dem Weg zu unserem Versicherungsagenten. Denn wir schließen natürlich eine Auslandsreiseversicherung ab für den allerschlimmsten Ernstfall. Eine Krankenversicherung habe ich ja nicht. Wie ich das gemacht habe in Deutschland, schreibt mir gerne, ob ich da ein Video dazu machen soll, dann erkläre ich euch das. Aber für Indien, das ist nochmal eine ganz andere Gangart, haben wir uns gedacht, so eine ganz kleine Absicherung, die holen wir uns noch. Da fahren wir jetzt hin und unterschreiben die Papiere. Also auch Teil der Vorbereitung. Und ja, mittlerweile haben wir unser Equipment zusammengestellt zum Filmen. Wir haben vor, sehr, sehr viel zu filmen, sehr, sehr tolle Sachen vor allem. Also geplant ist, das kann ich euch ja schon mal verraten, aber nagelt uns zum Schluss nicht darauf fest, falls was davon ausfällt oder falls sogar alles ausfällt. Geplant ist erstmal Strand. So geht es schon mal gut los. Da fangen wir schon mal an, damit wir auf Nummer sicher gehen, dass wir auch Strand und Meer haben. Wir haben nämlich gesagt, wir kürzen unseren Winter ab. Unser Sommer, unser Hochsommer, der beginnt nämlich jetzt in nicht mal 2 Wochen. Und ob wir von da aus das weiterschaffen zu unseren anderen Zielen, das wird wahrscheinlich auch der Strand entscheiden. Und wo geht es dann als nächstes hin? Als nächstes nach dem Strand fangen wir eine Yogalehrerausbildung an und zwar direkt in Goa und zwar immer noch direkt am Strand. Ihr seht, wir haben da ganz klare Prioritäten gesetzt, aber muss man auch machen. Denn das Landesinnere von Indien ist natürlich noch eine ganz andere Baustelle als der Strand in Indien. So, das heißt, wir machen eine Yoga-Ausbildung und je nachdem, wie es unser Zeitplan vorher und nachher auch zulässt, wollen wir auf jeden Fall nach Mysore. Die Ashtangis unter euch, da wird euer Herz jetzt höher schlagen. Aus Mysore kommt nämlich das Ashtanga-Yoga und da werden wir sehr wahrscheinlich ein paar wunderbare Yogaschulen besuchen, wahrscheinlich sogar die Yogaschule, in der Patavi Joyce unterrichtet hat. Und von dort wollen wir weiter in das Zentrum von Amma. Amma kennt ihr ja viele, auch die Mutter genannt. Das ist die Frau, die die Leute umarmt. Und die hat ein wunderbares Lehr- und Schulungs- und Retreat-Zentrum im Süden von Indien, in Kerala, aufgebaut. Das heißt, Kerala ist auch mit auf unserer Reiseroute. Und von dort, jetzt kommt the best, von dort wollen wir unbedingt weiter nach Auroville. Auroville, die Stadt der Zukunft, falls du das schon mal gehört hast, unbedingt googeln. Bald gibt es dann ja auch mehr von uns bei YouTube und auch bei Facebook. Wir wollen Auroville unter die Lupe nehmen. Wir wollen mit Aurovillianern sprechen, mit Aurovillianern leben. Wir wollen schauen, wie diese Kommune sich organisiert. Das ist immerhin eine Kommune, die es seit einem halben Jahrhundert gibt. Auf der Ostküste von Indien. Jetzt geht unsere Fahrt los. Und in dieser Kommune leben 2500 Leute zusammen, die sich, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, einen einzigen Bankaccount teilen. Das heißt, in dieser Kommune gibt es nicht wirklich so etwas wie Geld. Da die Bahn jetzt losfährt und ihr sehr wahrscheinlich jetzt eine ganze Menge Leute bald einsteigen, jetzt können wir ja mal schauen, ist es noch leer. So mag ich die Berliner öffentlichen Verkehrsmittel am liebsten. Ja. Da die Bahn jetzt losfährt,
werde ich jetzt auch zum Ende dieses Videos kommen. So, wir sind also jetzt in 2 Wochen unterwegs nach Indien. Ihr werdet von uns, so wir das zeitlich schaffen und nicht nur am Strand rumliegen, viele tolle Videos erhalten. Ihr werdet zum Beispiel Reisetipps in Indien für Indien bekommen. Wie ist es in Indien, wenn man dort hinfährt und vegan, rohkostlich zum Beispiel leben möchte? Wie ist das Yoga in Indien? Das war überhaupt für uns der Grund, uns für Indien zu entscheiden. Und Jasmin wird euch erzählen, wie fühlt sich Indien an, wenn man dort als Frau ankommt. Das ist ja ein ganz heißes Thema. Gerade Indien hört man immer wieder, soll ganz furchtbar auch sein für Frauen. Und da werden wir euch updaten. Da bekommt ihr dann von uns die frischen News. So, das war jetzt Versuch Nummer 10. Und ich hoffe mal, dieser Versuch wird hochgeladen. Wenn du diesen Versuch honorierst und Spaß dabei hattest, gib mir gerne einen Daumen hoch. Teil das Video vielleicht mit anderen Leuten, die sich für Indien interessieren, die nach Indien reisen wollen. Du wirst jetzt hier auf meinem Kanal auf jeden Fall eine ganze Menge zum Thema Yoga erfahren. Yoga in Indien, Indien selbst, Strände, Kommunen, eventuell auch noch das Thema Minimalismus. Das habe ich jetzt ganz vergessen anzusprechen, denn wenn man so eine lange Reise macht für 3 Monate, dann muss man sich auf das Nötigste beschränken. Und was der Hashtag vegan in den letzten 10 Jahren war, wird für mich jetzt der Hashtag Minimalismus werden. Das ist ein ganz tolles Thema, in das ich jetzt gerade eintauche. Und da werde ich euch in den nächsten Tagen und Wochen auch ein paar Feedbacks und Updates geben. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter, viele Grüße aus der Köpenicker Straßenbahn. Aloha. Thank you.